Die Wasserstandsmeldungen in Sachen Handelsstreit wechseln schneller als das Wetter. Gleich mehr dazu auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV, wie immer am Montagmorgen vor Handelsstart in Frankfurt. Liefern wir Ihnen die Zusammenfassung der Vorwoche und einen Ausblick auf die neue Woche. Und dazu schalte ich natürlich gleich zu Mick Knauf auf das Frankfurter Börsenparkett. Ja, die letzte Woche wieder ein Wechselbad der Gefühle. Es bleibt dabei, die Wasserstandsmeldungen in Sachen Handelsstreit, die wechseln jetzt fast täglich. Mal gibt es Fortschritte und eine Einigung ist in Sicht. Dann heißt es wieder, ja, vor den Präsidentschaftswahlen Ende nächsten Jahres wird nichts Großartiges passieren. Und demzufolge schlägt auch das Pendel mal etwas positiv, mal etwas negativ aus. Aber unter dem Strich bleiben die Reaktionen doch recht moderat. Ich bin mal gespannt, wie es heute an der Börse weitergeht. Die Vorgaben aus Asien sind zur Abwechslung eben mal wieder nicht so schlecht, weil es eben wieder Gerüchte gibt, wonach die Chinesen auf die Amerikaner zugehen in Sachen ja, geistiges Eigentum, Schutz des geistigen Eigentums, Patentschutz. Das ist ja eine Kernforderung der Amerikaner. Ja, da will man den Amerikanern entgegengehen. Und es gab auch noch Meldungen, wonach vielleicht doch noch bis Jahresende, nicht Ende 2020, sondern Ende diesen Jahres, ein Teildeal kommen können. Mal sehen, was die Börse heute daraus macht. Mick wird die Meldung vielleicht noch gar nicht gelesen haben, weil, okay, man kann ja nicht täglich sich oder minütlich sich diese veränderten Meldungen eben reinziehen. Aber wir sprechen jetzt erstmal über die letzte Woche und da schalte ich eben zu Mick an die Frankfurter Börse. Ja, Mick, letzte Woche noch neues Jahreshoch im DAX, aber dann ging ihm irgendwie die Puste aus. Ja, Jürgen, weiß man in der Tat nicht, wohin momentan die Reise gehen soll. Also es könnte eine Woche werden, die wir tatsächlich in Seitwärtsbewegung verbringen. Aber fangen wir direkt einmal an. Ja, der DAX ja am Freitag noch bei 13.163 Punkten raus. Das war zwar ein kleines Plus von 0,2%, aber wir müssen sagen, nach 6 Gewinnwochen haben wir letzte Woche dann unisono dann doch 0,6% beim Leitindex einbüßen müssen. Aber ich denke, so eine kleine Korrektur kann dem Markt noch nicht schaden. Vor allen Dingen, wo wir ja letzte Woche dann auch noch in der Mitte der Woche ein neues Jahreshoch bei 13.374 Punkten aufgestellt haben und somit natürlich nur noch 200, 220 Punkte entfernt sind von unserem seinerzeitigen Rekordhoch beim Leitindex, beim DAX. Also müssen wir mal schauen, wie es da halt eben jetzt weitergeht. Auch die Amerikaner am Freitag mit einem leichten Plus von 0,37% aus dem Handel gegangen, der Dow Jones bei 27.865 Punkte. Aber, Jürgen, ich denke, aufs Jahr gerechnet können die Börsianer, gerade die, die halt eben in den DAX investiert haben, durchaus zufrieden sein. Aktuell liegen wir da auf Jahressicht fürs Jahr 2019 immerhin mit 24% im Plus. Herr Mick, eigentlich sind die Wochen vor Weihnachten ja gute Wochen, Jahresendrallye, aber aktuell warten Sie auf Impulse. Was könnte denn die Märkte jetzt bewegen? Ja, wir warten ganz klar natürlich auf Impulse und auf Impulse natürlich genau in einer Richtung, Jürgen, vollkommen richtig. Es geht um den Handelsstreit der USA mit China. Da will man natürlich irgendwann mal auch mal Ergebnisse haben. Keiner weiß so genau, wie es da aktuell weitergeht. Man hört schon mal das eine oder andere. Aber wie gesagt, das sind auch bei Zeiten immer wieder Geplänkel. Ja, der Handelsstreit, der dehnt sich dementsprechend aus. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es hingeht. Xi Jinping, ja, der chinesische Präsident hat auf jeden gesagt, er will ein Deal, aber er kann auch, wenn denn, wie gesagt, weitere Schutzzölle auf China zukommen sollten, auch durchaus mal zurückschlagen. Also die Lage ist momentan für alle Analysten und Börsianer und auch Politiker absolut schwierig einzuschätzen. Wir nennen sie mal leicht verhalten optimistisch. Ja, ich glaube, das trifft es am besten. Aber jetzt wäre natürlich als starker Impuls durchaus mal ein Teilabkommen notwendig. Ja, jetzt muss natürlich Donald Trump entscheiden, wie es da weitergeht. Denn ab dem 15. Dezember, Jürgen, soll es hier wieder weitere Zölle geben. Und da weiß man natürlich auch nicht, werden die durchgeführt oder verschiebt man diese dann doch wieder in letzter Sekunde. Somit, wie gesagt, das Thema Impulse, Signale wäre
natürlich ganz klar wichtig für den Markt, weil wir sehen, wir werden uns diese Woche so ein bisschen seitlich bewegen, weil aktuell halt eben auch niemand kaufen will auf dem aktuell relativ hohen Niveau. Aber auf der anderen Seite natürlich die Leute auch sagen, ich will aber jetzt nicht unbedingt verkaufen, weil das wäre mir vielleicht dann doch etwas zu früh. Also ich gehe davon aus, diese Woche ein bisschen Seitwärtsbewegung, weil halt eben ja auch diese Woche dann im Bereich von Feiertagen noch einiges ansteht. Ich sage dazu nur im Prinzip, die große Truthahn-Schlachterei in den Vereinigten Staaten wird ja diese Woche beginnen. Ja, niemand will kaufen, niemand will so recht verkaufen und die Quartalsberichtssaison ist vorbei. Ja, was steht in der Woche auf der Agenda? Thanksgiving in den USA und was haben wir noch für Termine? Ja, am Donnerstag haben wir ja Thanksgiving Day. Da bleiben also in Amerika auch die Börsen geschlossen. Also da ist ab diese Woche nicht allzu viel zu erwarten. Am Freitag zwar dann halber Tag Handel, aber dann haben wir ja auch noch Black Friday. Aber traditionell nehmen sich ja dann die Amerikaner Donnerstag, Freitag auch frei. Das heißt, am Mittwochabend werden da schon viele ihre Portfolios dementsprechend dicht machen, zumachen, um halt eben dann in das verdiente, verlängerte Wochenende hineingehen. Und auch Donald Trump, der wird wahrscheinlich eher damit beschäftigt sein, ja, seinem eigenen weißen Haus Truthahn die Gnade zu erweisen, dass er weiterleben darf. Also von daher, auf Amerika ist diese Woche tatsächlich nur Montag, Dienstag und Mittwoch zu zählen. Ja, apropos Montag, schauen wir direkt mal auf heute, Jürgen. Ja, wir haben heute den IFO-Geschäftsklimaindex, müssen wir mal abwarten, wohin der Markt treibt. Ja, morgen bekommen wir dann nochmal Zahlen von KWS Saat, von Rocket Internet und Home24. Am Mittwoch geht es dann weiter mit dem Börsenneuling Knorr Bremse und ja, dem großen Landmaschinenhersteller aus den Vereinigten Staaten mit John Deere. Donnerstag habe ich gesagt, Börse geschlossen in den Vereinigten Staaten. Da werden wir uns aber hierzulande nochmal mit den Zahlen von Innogy beschäftigen. Freitag, Black Friday, großer Shoppingtag, aber für uns dann letztes DAX-Unternehmen, was seine Bücher nochmal öffnet. Und das wird in diesem Sinne dann Ehren sein. Also mein Fazit für die Woche, wir werden ein bisschen volatil sein, aber in der Gänze tatsächlich eher seitwärts laufen, wenn nicht dann tatsächlich noch größere Impulse auf die Märkte zukommen. Danke nach Frankfurt, lieber Mick, für die Zusammenfassung. Wir sehen uns ja sicherlich die Woche noch und wir bleiben ja für Sie natürlich weiter am Ball, schauen, ob Donald Trump vielleicht das ein oder andere zwitschern wird, was die Märkte bewegt oder was sonst noch passiert. Ja, grundsätzlich sehen wir den Handlungsbedarf aktuell für Sie eher gering. Ich meine, wer uns gefolgt ist, ist ja weitgehend investiert und hat eigentlich ein tolles Jahr hinter sich mit schönen Zugewinnen bei unseren Favoriten und kann eigentlich den Dingen jetzt relativ gelassen entgegensehen. Im Grunde genommen müssen wir festhalten, die negativen Reaktionen sind da relativ bescheiden, wenn es mal negative Meldungen gibt. Aber wenn es irgendwo Lichtblicke gibt, dann greifen die Anleger zu. Also das Geld fließt nach wie vor in die Aktienmärkte und das ist das, was momentan eben auch Rückenwind liefert. Und das ist auch das, was wir einfach ganz nüchtern festhalten müssen. Aktien sind aktuell ein Muss für Investoren und das könnte durchaus noch bis weit in das nächste Jahr hinein so bleiben. Schauen wir uns die wichtigsten Indizes wie immer montags an. Wie gesagt, der DAX im Aufwärtstrend nach wie vor sehr, sehr fest, auch mit dem Ausbruchssignal, was nach wie vor Bestätigung hat. Natürlich, was noch fehlt, ist ein neues Allzeithoch. Das ist bis Jahresende sicherlich drin, da fehlt ja nicht mehr so viel. In den USA das Gleiche, alle Indizes natürlich auf Rekordniveau, nehmen aktuell mal ein bisschen Luft raus. Ja, die letzten Tage, Fear and Greed Index auch etwas gesunken. Ob das schon reicht jetzt für einen neuen Anlauf, das werden die nächsten Tage zeigen, weil natürlich so eine überkaufte Marktlage muss auch erst noch mal ein bisschen abgearbeitet werden. Aber auch hier gilt dann, bis Jahresende sind durchaus neue Rekorde vorstellbar. Ja, der Nikkei
Ja, der ist auch in Schlagdistanz zu seinem Mehrjahreshoch aus 2018. Wie gesagt, die Allzeithöchststände, die liegen natürlich weit zurück. Da waren wir ja bei 40.000 Punkte, da ist noch ein bisschen ein Weg dahin zu gehen. Aber wie gesagt, Niveaus von über 24.000 Punkte sollten vor allen Dingen Richtung 2020 dann absolut möglich sein. Wie gesagt, die Börse in Japan durchaus in einer guten Verfassung. Ja, heute der Hang Seng mit einem Sprung über 27.000 Punkte haben wir hier noch nicht eingepreist. So ist zumindest der aktuelle Stand, ob das bis zum Handelsschluss in Hongkong der Fall bleibt, das wird sich zeigen. Natürlich hier, wir sind in der Seitwärtskonsolidierung nach wie vor drin. Natürlich wichtig, hier wird mal der Sprung sein aus dem Abwärtstrendkanal raus. Das sollten wir auch Richtung 30.000 Punkte dann mal marschieren. Das sind noch 10% zu gehen bis dahin. Und das wird sicherlich gerade, was die chinesischen Börsen angeht, davon abhängig sein, ob wir wirklich den Deal eben zwischen den USA und China auch hinbekommen. Das war's jetzt für Sie als Einstimmung für die neue Börsenwoche. Bleiben Sie natürlich dran bei uns bei Aktienlust TV. Und zum Schluss noch ein Dankeschön an alle Zuschauer. Ja, seit dem Wochenende haben wir die 7.000 Abonnentenmarke geknackt. Und das rein organisch. Sie wissen oder ahnen das sicherlich, dass viele Kanäle ja auch Abonnenten irgendwie werblich zukaufen etc. Das machen wir hier nicht, sondern wir wachsen organisch mit unseren Zuschauern. Das ist gut, das gibt uns sehr viel Response auf unsere Videos und sehr viele Klicks und so soll es ja auch bleiben. Deswegen, wir bauen auf Sie als unsere Marketing-Experten, dass Sie Werbung machen für Aktienlust, dass Sie uns weiterempfehlen, weil wir wollen ja die Aktienlust wirklich in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausrollen und die Anleger aus ihrer Sparfalle befreien. Das ist unser Anliegen. Danke fürs Zuschauen, Ihr Jürgen Schmidt.